Der Zwickauer Schuhspezialist Laufwerk hat heute in Planitz seine Vision für einen neuen Firmensitz präsentiert. In einer Keynote hat Firmenchef Markus Ulrich vor rund 50 Gästen gezeigt, wie er sich die Zukunft seines Unternehmens vorstellt. Der Orthopädie-Schuhmachermeister will künftig nicht nur Schuhe verkaufen, seinen Kunden will er stattdessen ein Erlebnis bieten. Aus diesem alten Getränkemarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße 66 soll der neue Firmensitz werden. Noch ist der alte Bau höchstens ein Erlebnis für Handwerker. Aber das soll sich ändern. Aus dem maroden Altbau entsteht den Plänen nach ein Schuhzentrum der Zukunft. Hier soll unser neues Laufwerk entstehen. Viele kennen mich ja bereits aus Zwickau. Wir haben in Zwickau momentan drei Standorte. Einen in der Ernst-Grube-Straße, dann in der Kolbingstraße und in der Karl-Kai-Straße. Eine kleine Außenstelle, wo wir einen Tag nur die Woche sind. Das alles ist relativ unpraktikabel auf Dauer. Der gute Kundenzuwachs beschert uns teilweise chaotische Zustände in den Ladengeschäften. Ja, und da ist dringend Handlungsbedarf und deswegen wollen wir eben unsere Vision perspektivisch in den nächsten 2 Jahren hier diesen Standort als Hauptfirmensitz etablieren. Und so stellten sich die Dresdner Architekten den neuen Firmensitz von außen vor. Der Altbau soll saniert und durch ein neues Gebäudeteil ergänzt werden. Wer den Kunden der Zukunft ansprechen will, der muss auch die Bedürfnisse der Zukunft befriedigen. Dazu gehören zum Beispiel auch Ladesäulen für Elektroautos und vieles mehr. Wer hier einkauft, soll am Ende ein gutes Bauchgefühl haben und natürlich ein gutes Fußgefühl. Ja, das Sortiment wird im Großen und Ganzen so bleiben. Wir haben natürlich etwas mehr Platz, noch den ein oder anderen speziellen Schuh auch zu verkaufen. Wir verstehen uns nicht als reines Schuhhaus oder Schuhhandelsgeschäft, sondern wir haben Schuhe mit Funktion und Service. Das heißt, wir haben den Anspruch, sagen, wer einen hochwertigen Wanderschuh haben will, etwas Wertiges, was eben auch Bestand hat, was reparabel ist, ein Schuh, den man auch reparieren kann. Diese Markenschuhe wollen wir hier eben präsentieren. Was sich auch bei der Gestaltung der Innenräume widerspiegelt. Das Team um den Dresdner Kreativkopf Jens Fischer hat ganze Arbeit geleistet. 3 Dinge will er verkaufen, heißt es. Erlebnisse, Erlebnisse und Erlebnisse. Visuell umgesetzt hat das der Kreativkopf Kang Dran Wan. In seiner grafischen Umsetzung erkennt man deutlich die verschiedenen Funktionsbereiche. Jeder Kunde soll hier genau das bekommen, was zu ihm passt. Ich bin überzeugt, die Welt ist voll mit halbfertig gelösten Problemen für Menschen. Und wir haben den Anspruch, wir wollen für unsere Kunden das Beste. Und es gibt entweder die Low-Budget Schiene, Internet bestellen, probieren, wieder zurückschicken oder auch nicht. Oder eben, dass die Leute diese Beratungsintensität haben wollen und dann eben auch für sich selber das beste Produkt haben möchten. Und dann sind da auch noch die Kunden, bei denen es beim Schuh in erster Linie auf die medizinische Funktion ankommt. Wir versorgen natürlich auch Diabetiker, wo sehr viele Amputationen auch stattfinden, wo es sehr kritisch zugeht, aber auch das Laufwerk ist modern, aber wir versorgen quasi jede Lebenslage vom Kind bis zum Kreis, wollen wir alle Menschen mobil halten, weil das ja eine ganz immense Lebensqualität ist, wenn ich selber mich um mich selber kümmern kann, wenn ich laufen kann. Das sind für viele Menschen selbstverständlich, aber erst der Mensch merkt erst, wenn er es nicht mehr kann, was er hatte. Ja. 2 Jahre sind ein hochgestecktes Ziel, um aus dem alten maroden Bau ein solches modernes Zentrum entstehen zu lassen. Für so viel unternehmerische Vision und vor allem die Bereitschaft, auch das damit verbundene Risiko einzugehen, gab es am Ende der Präsentation einen lang anhaltenden Beifall von den Gästen.